herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java 4 Dusiam General. Jo, sehen wir heute, wie wir mit NetBeans ein GUI erstellen und sich den Überblick über die Elemente, die an seinem Fenster rauskommen, mit dem der User mit seinem Computer interagiert. Ja, ein GUI für einen kleinen Überblick als Graphical User Interface, das ist der User, den das gebraucht. Wir mussten den aber programmieren. Es ging viel anderweise für das zu machen. Wir haben ein Schema, das für 2013 GE gedurcht ist, das sollen wir so verwenden. Es gibt andere Lesungen, die sind komplex. Die Leute sind einfach, die meisten Leute verstehen die, ja, können noch ganz schnell ganz etwas fertig springen. Von nicht unbedingt sexy aus. Voilà, fängt man dann an, neue Projekt. Okay, du gehst noch nicht an Details, du weißt nur, vielleicht mal einfach die einzelnen Sachen, die möglich sind. Ne? Einfach, was denen man denkt, GUI als Elemente verwenden darf, kann, so. Und dann gehen wir die verschiedenen Elemente dann einzugucken. Neue Programm, Java Application, voilà. Ich will kein Main Class, das brauchen wir nicht. Ich gehe hier auch direkt den italienischen Namen. First GUI, und ich speichern da, wo es soll. Voilà. Finish. Wir haben ein nächstes Projekt, das ist momentan noch nicht dran. Für unsere grafische Oberfläche muss ich mit der jetzt im Maustaste einen neuen sogenannten Frame Form. Ein G-Frame Form. Das ist das, was ich muss verwenden, für eine grafische Oberfläche automatisch zu generieren. Voilà. Ich kenne nun, als ein Schema diktiert ist, dass wir den Mainframe sollen nennen. Das ist egal, wir die verschiedenen Probleme haben nur aus dem Weber in den Nummer. Ja, ich gesehen, der Mainframe ist so ein Klasse, ja. Voilà, wir generieren ein Klasse, ganz genau. Da steht doch Mainframe Java. Und, voilà. Den tun wir mal weg. Steht oder mehr. Hier ist dann der normalen Design View, nennen wir das. Der Stummer kann ich dann mein Interface designen, malen, abstellen. Ich habe einen zweiten Knopf, das ist der Source. Du siehst mein Source Code. Uiuiui. Ich habe noch nicht viel gemacht, da muss ich auch viele Sachen dran. Das muss ich am Ende nicht verstehen. Nein, und die meisten Sachen, die hier dran kommen, sollen noch auf keinen Fall ändern. Mhm. Das Grundregel ist, don't touch. Okay. Und sie verstehen selber, wohin sowieso verbieten. Aber gehen wir rum auf den Design. Ich mache den ein bisschen groß, da geht mein Initialfenster mit groß. Voilà. Aber wenn ich dann heute direkt starten, da fragt man, ja, ist das dein Hauptprogramm? Ja, so bestimmt schon sowieso ein Mini-Programm. Starten wir, voilà, da kriegen wir direkt ein Fenster. Das ist noch nicht dran, wir haben schon ein Fenster gebaut. Mhm. Voilà. Lo, hier jetzt, da sind ganz viele wichtige Sachen, dadurch, dass den jeweste Block, wo ich alle Komponenten habe, nennen wir doch Elemente, Swing-Elemente, die ich verwenden darf. Wir sind dann ein paar, weil nicht alle sind zu gebrauchen. Innen drinnen sind sogenannte Proprietäten oder Events, nehmen wir noch nach Events, die zu dem Komponent passt. Heute darf ich alles ändern ohne Problem und das bleibt doch. Wir werden da paar gesehen. Der nächste ist heute ein J-Frame, den ich selektioniert habe. Da sind ich Sing. Proprietäten. Die Proprietät, die ich nicht mehr soll setzen als den Titel. Das ist schon erdicht. Zum Beispiel hier, First GUI. Sind die doch dran? Wie seid denn die hier nun? Ja, muss ich gucken. Hm. Probieren wir mal direkt. Und ah, okay. Hier ist ein Highway noch das Titel. Titel vom Dokument von der Fenster. Da ist. Ups, was? Ich klicke drauf, da gesehen ich. Wenn ich hier klicke, da gesehen ich, da tue ich keine Proprietät. Immer tun denken, ob den Element klicken. Hier links, wenn ich das selber wüsste. Hier ist mein Form-Mainframe und alles, was an der Frame dran steht, wird hier angewiesen. Das ist schon durch irgendeinen Grund, hier ein Element an der Mitte, den ich nicht gesehen habe, kann ich schon dran mal hier rumfahren. Okay. Voilà. Lo, was haben wir alles zur Verfügung? Der nächste ist der sogenannte Panel. Das ist einfach ein Stück grafisches Element, den ist gut, weil da kann ich den Farbe ändern. Dafür verwenden wir den hier, da haben wir einen kleinen Farbe, okay. Da kriegt man den Farb am Vordergrund und den Background wieder gesehen. Und dann der Background ist hier. Ein grob, von einem Chain. Ja, zum Beispiel ein Gel. Dann ist ein Gel. Moment, Moment. Was ist denn der Foreground? Foreground ist von den verschiedenen Elementen, die ich draufschreibe. Ah, okay. Du kannst dann also sein Zeichen-Oberfläche. Zum Beispiel. Mit dem gebrauchen wir momentan gar nicht. Hier ist das Zeichen. Aber wenn ich halt bewegen, gesehen da, da sind so kleine Striche, wie man zu sagen, es sind um den Rand gekommen. Mhm. Ich kann dann so Elemente machen. Etwas ganz wichtig für diesen Element ist, rechts Mausklick,
das tun, den Autoresizing. Das ist das ganz oft nötig, dass ich zu ihm sagen, du gehst gerade so groß wie den Frame zum Beispiel. Mhm. Voilà. Das ist schon mein Frame, die Flur vergrößert und da geht den Mod gemacht. Okay. Das sind so Details, die hier nur einfach lieben mir einfach machen. Mit dem Gesicht. J-Panel. Die geht auch spät gebracht zum Modell. Okay. Oder für Elemente zu gruppieren. Machen wir auch. Da können wir die entweder ganz oder wasch machen. Der nächste Element, ganz wichtig, den überall gebraucht wird, den J-Label. Ein Label ist auf dem Ende von sich ein Etikett. Das ist einfach von. Ich habe es hinzuweisen, ne? Ich habe es hinzuweisen. Zum Beispiel Result. Dann wird den Text immer so angewiesen. Ich meine, den ein bisschen klein. Aufpassen, die Schriften von Computer zu Computer sind ähnlich. Das möglich, dass, wenn ich den heute zu klein wähle, zum Beispiel hier, das möglich, dass auf einem anderen Windows-Computer dann den Text nicht mehr passt. Okay. Kann ich ihm sagen, dass er automatisch so groß ist wie den Text, den dran ist? Prinzipiell ja, aber geht doch nicht immer. Okay. Das ist die Erfahrung, weißt, müsst gehen, geht aber nicht immer. Das ist einfach ein bisschen groß machen. Okay. Also, das ist ein statischer Text. Mhm. Ich kann aber auch ein Label, ein bisschen nur zum Beispiel hier, ja. Wir brauchen noch eins zu den Label für die Resultate auch und so weiter. Zum Beispiel Edit Text 0. Und dann hier nur müsste dann dort das Resultat kommen. Könntest du das selbst doch mit dem anderen machen, mit dem Result? Ja, wir machen einen kleinen Unterschied zwischen den zwei. Mhm. Den heute noch statisch, geht nie geändert, den heute nicht. Okay, das Programm gesteuert wäre so, ist okay, bleibt immer so. Fertig. Der Grund ist auch, hier nur muss man eine Variable hier machen. Ah, okay. Und die haben noch bestimmte Logiken, jetzt so ein Wert aus eine Variable für so Sachen. Okay. Den zweiten Knöpfchen, den zweiten Element, zum Beispiel hier den J-Button, ein bisschen wieder raus, voilà, das ist das Edit Text, First Button. So da kann ich eine Aktion starten, da ist nichts aus. Okay, wo klicken wir da raus? Ich weiß noch ein paar Sachen drüber, ich will für dich das Element okay. Reinkriegen. Und dann, wenn wir hier an der Liste ein bisschen weiter gucken, da, das ist ganz interessant. Den hin, ein bisschen klein. Ich meine dann ein richtiges Beispiel, wenn den an verschiedenen Beispielen möchte. Edit Text, Name, Doppelpunkt, ein bisschen wie groß, voilà. Und dann heute ein bisschen wie groß, voilà. Doppelklick, ein einfacher Klick hin, Doppelklick. Ich meine den noch ein Wäsch, voilà. Der Schalt kann ich dann den Text agieren. Zum Beispiel NUM, da kann der Programm ab und zu machen. Ja, das ist wie Formulär und so, ne? Das, genau das. Wir können das auch Formulär. Das ist die Idee. Kann ich viel machen. Wir brauchen noch ein erstes Beispiel, das für Informationen in dem Programm zu übergehen, weil wir noch nicht mit dem Maus schaffen. Bisschen wir später hingebracht haben, für zum Beispiel Spieler nehmen zu gehen, um noch mit dem Maus zu spielen. Ja. Voilà. Das sind die, die wir andauernd gebrauchen. Das sind dann noch ein paar andere. Das Slider, da brauchen wir eins da. Die aus für ein beweglichen Element zu holen. Ich kann hier muss ich da sagen. Ich sehe mal, wie spät die verschiedenen das Elemente. Wir zuhören mit der Maus zu bewegen, anstatt zu anzutippen. Auf Platz 1 anzutippen, habe ich dann direkt von 0 bis 100 zum Beispiel. Und dann kann ich das Programm direkt in den Wert kriegen. Und habe es was schon frequent. Ja, machen wir auch ein bisschen wie groß. Ah, den Thermometer. Okay. Den Thermometer, progressbar. Der ist von 0 bis 100 zum Beispiel. Und dann geht dann als wie viel Prozent zum Beispiel, also so an dem Stil, was schon gefällt das. Voilà. Und dann fehlt noch ein Element. Ich muss den noch Raum von, weil den das meistens immer verstopft. Das ist den heute. Das ist ein ganz spezielles Element, die sind wir ein bisschen spät. Das ist die sogenannte J-List, das für Elemente an einer Lust verwalten. Problem ist, wir haben die Löschen nicht behandelt, die kommen nur ein bisschen spät. Dafür gebrauchen wir das, wir so Löschen unzuweisen. Die weiß erst dann löschen automatisch. Ich brauche nicht mal J-Labels, 100.000 der Label drinnen zu machen. Nein, die möchte alles für euch sein, ganz schön. Okay. Das ist dann am Anfang die wichtigsten Elemente, die wir während dem Jahr gebrauchen. Zum Beispiel, hier muss ich mal zu Sachen lehren. Das sind Sachen schön proper organisiert. Das ist ein du hast die Grafiker gefroht. Ja, jetzt muss ich noch Übungen holen, mit den Elementen zu gehen. Leider. Als wir alle Tools, die alles so halbautomatisch möchte, heinst du, geschieht das, was du nicht willst. Das speichert oft auf. Heinst du, wenn du etwas bewegst, möchte ich etwas, was du nicht willst. Möchte ich etwas mit groß, mit klein, da sind die Elemente komplett durch den Kaffee kommen.
Okay. Das einfach gesagt, es geschieht. Jo, ich meine, das war doch schon für ein kleines Übersicht, die GUI-Elemente, die gebraucht gehen, die gängigst. Und ja, da sagen wir, merci für den Nullastren und dann bis zum nächsten Mal.